Jo, hallo zusammen. Das hier sind jetzt meine zweiten Outtakes. Dieses Mal mit nicht ganz so viel Katze dabei. Da ich festgestellt habe, dass ich es bei wirklich jeder Vertonung schaffe, irgendwelche Versprecher oder Wortverdreher zu fabrizieren und regelmäßig über mich selber lachen muss oder auch über das, was in meinem Kopf beim Vorlesen passiert, werde ich mit dem letzten Kapitel einer Fanfiction auch Outtakes rausbringen. Ja, hört es euch an und vielleicht erkennt ihr dabei ja auch die eine oder andere Szene aus der Fanfiction wieder. Lacht mit mir oder auch über mich und ich hoffe, ich kann euch den Tag ein wenig versüßen. Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, hoffe, ihr habt Spaß und lege jetzt auch gleich los. Tschö, tschö, ihr hört mich, Elaka. Ich riskiere mein Leben, um von diesem Monster. Geil. Monster, ich glaube, der mag keinen Käse. Oh. Mit Freunden wie euch brauche ich keine Freunde mehr. Feinde, nicht Freunde. Feinde, Feind, 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 Feind. Wie sich später herausstellte, war Ron lediglich der Körper. Wie sich herausstellte, war Ron lediglich der Köter. Sich zurücklehnend und einen gründlichen Ratzeputz über sich und das Bett spuckend. Ich weiß, dass meine Mutter beinahe an ihrer Entscheidung zerbrach. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich meine Katzen lieb habe? Die Hose mit seinen Füßen abzustreifen, verlor man... Mir dann richtig Harry versuchte, zugegebenermaßen wenig elegant, die Hose mit seinen Hüßen. Jetzt geht's los. Ha ha.
Harry versuchte, zugegebenermaßen wenig elegant, die Hose mit seinen Füßen abzustreifen, bevor er dabei das Gleichgewicht Pause. Wirst du wieder stramm stehen. Drury. Ha ha ha!